Und soweit ich gehört habe, fürchten sie diese Grundmutter. Sie ja, und verehren Furcht sie. Und Anbetung schließen sich nicht zwingend aus. Ja, ihr erinnert euch an die Echsen, oder? Bei denen war das ja genauso. Also, nicht, dass ich euch mit Echsen vergleichen würde. Das ist Abelmirs Ding. Naja, oder denkt an Chor. Chor hat auch sehr viele, die ihn fürchten. Ich habe nochmal eine andere Frage. Also, wir wissen, dass jetzt Krakon da unten nicht angebetet wird. Und ganz viele andere Namen habe ich jetzt gehört. Ist jetzt, und also Jonao zum Beispiel habe ich gehört. Aber was ist denn jetzt mit der Säuferin, deren Namen ich jetzt nicht aussprechen möchte? Den Namen habe ich da jetzt gar nicht gehört. Ist das jetzt die Grundmutter oder ist das noch jemand anderes? Weil Darion Paligan, der ist ja der Erwählte zumindest von ihr gewesen. Und dann hat er Mordal erweckt und dann Bahamut erweckt und jetzt wurde Kraugs erweckt. Aber er ist ja jetzt gar nicht mehr der Auserwählte. Das sind mir einfach alles viel zu viele Götter. Ich blick da einfach nicht mehr durch gerade. Ja. Nun, Wurkrauk ist sicherlich nicht identisch mit der Ersäuferin. Vielleicht ein Aber gefallen, ja, ich kann eure Vermutung nachvollziehen. Weil dann, sie haben ja Wurkrauk befreit jetzt vor ein paar Wochen und da war er ja schon der nicht mehr Auserwählte von ihr. Weil da wart ihr ja schon in den Niederhöllen und habt das ja herausgefunden, dass er ja gar nicht mehr gemocht wird von ihr, ne? Dann würde es ja gar keinen Sinn machen, dass er sie jetzt befreit. Also das muss noch jemand anders sein. Es handelt sich um einen Dämon. Und ich habe beobachtet, dass sie nur nicht mehr an diesen Ort gebunden ist. Aber das bedeutet ja nicht, dass sie frei ist zu tun, was sie will. Vielleicht konnte er mit Morudals Hilfe die Kontrolle über sie erlangen. Nun, es gibt eine ketzerische Theorie, wie Dämonen entstehen. Ihr kennt doch die Dämonenmühle, die Seelenmühle. Vielleicht war es früher mal ein Krakonia vor ewigen Zeiten und nun ja, vielleicht ist sie gefallen und wurde erst zum Dämon. Und da stand damals der tiefen Tochter. Aber das spielt doch trotzdem keine Rolle in unserer Frage, warum es dort von der Ersäuferin keine Präsenz gibt. Nicht wahr? Also, vielleicht ist die Präsenz unter dem Schlussstein mit begraben worden. Mit noch etwas anderem. Ich glaube nicht, dass Paligan kommt, um nun ihre Präsenz dort unten wiederherzustellen, sondern aus anderen Gründen. Das heißt, dort unten muss es noch mehr geben. Dieser Schlussstein ist vermutlich auch nicht klein. Ich habe noch eine andere Frage. Schragnacul, ihr sagtet, die Herrscher von Yal-Zogoth und Vayat sind in Priesterkasten geordnet. Und auch generell von Vayat. War das schon immer so? Das war schon immer so. Und gilt das auch für Mordal? Ist der auch ein Priester aus dieser Kaste oder ist er einfach nur ein Maar? Nein, er ist auch ein Priester. Nee, aber zu welcher Gottheit oder zu welchen Götzen gehört er denn? Er gehört zu einer anderen Gottheit, die vernichtet worden ist, beziehungsweise aus den Archiven getilgt wurde. Ebenso wie Krakon. Abelmir, ich äußere jetzt mal eine Theorie und ihr könnt mich ja mal korrigieren. Wir waren ja in der Niederhölle. Diese war ja damals ziemlich leer, sozusagen. Das bedeutet doch, die Niederhöllen untereinander sind sich doch auch Spinnefeind, richtig? Ja, so könnte man es ausdrücken. Und wenn jetzt dieser Schlussstein hier geöffnet wird und das Wasser und die Dämonen der Säuferin zu uns strömen, dann wird sie doch mit Sicherheit bei sich schwächer werden, oder nicht? Das ist relativ. Sie verliert vielleicht die Macht in den Niederhöllen, aber die dritte Sphäre wäre dann ihrer.
Ja, aber vielleicht will ja jemand genau ihren Platz einnehmen. Also er würde diese Welt, diese Sphäre ihr opfern oder wie auch immer. Aber warum sollte... Die dritte Sphäre ist viel, viel mächtiger als die siebte Sphäre. Sie ist zwar unendlich, aber sie muss sich mit 11 anderen... Nun ja, ich will nicht Geschwister sagen, aber Herrschern teilen. Die dritte Sphäre wäre dann ihres, ganz allein. Bevor wir zu diesem Punkt kommen, Schragnakul, ihr hattet die Frage nicht richtig beantwortet. Gibt es nun einen Namen dazu oder nicht? Es gibt einen Namen, ja, und ich kenne ihn. Oh, ich habe vielleicht eine Idee, wer das sein könnte. Er war doch ein Zaubererkönig, oder? Ja. Und ist es vielleicht die Herrin von dieser Sanduhr, die aber mir versucht hat zu verführen? Die grünen Feuer von Shasnabar. Genau. Eskatet. Ja. Ist sie seine Herrin? Du siehst, wie du aus diesen Glubsch-Augen angestarrt wirst. Er antwortet nicht, aber eine Gänsehaut läuft über deinen gesamten Körper. Verdammt. 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 Naja, jetzt habt ihr mich ehrlich gesagt ein wenig verloren. Was hat Eskatet denn jetzt damit zu tun? Ich sollte diesen Namen nicht aussprechen. Ja, Rafim, besser nicht. Nun, ich würde nochmal auf das Loch in meiner Brust zeigen. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, habe ich schon bald größere Probleme. Nun, also, als ich damals diese Vision auf dem Ölsee hatte, danach habe ich mit Abelmir und auch mit unserem guten Serpentilio gesprochen gehabt, weil nun mir dieser Dämon bisher nicht bekannt war und ich natürlich auch wenig davon wusste. Und in diesem Kontext wurde der Beiname von dieser Entität erwähnt als Herrin der Feuer von Shasnabar. Und wir hatten ja bereits gehört, dass Murudal nun so ein Zaubererkönig ist. Diese hingen ja auch irgendwie mit Shasnabar zusammen. Das stand in dem einen Text, den wir gelesen hatten. Aber jetzt erst habe ich diese Verbindung gesehen, als es eben angesprochen worden ist. Bis dahin dachte ich, ja gut, er wird vermutlich ein Diener von der Säuferin sein oder einem anderen Götzen. Aber nein, Taubererkönig. Ja, das ist Spekulation, wir wissen es nicht. Er diente den grünen Feuern von Shasnabar. Nun, damit wäre meine Spekulation zumindest untermauert. Er ist der Meister des Schicksals. Was hätte er wohl gern? Dann wäre er nicht geschlagen worden. Vom ersten König von Bayat, nicht wahr? Das müssen wir ihnen sagen. Apropos, vielleicht können wir noch mehr darüber in Erfahrung bringen, wie er damals geschlagen wurde. Sonstliches dabei. Nun, wir wissen, dass der einen Teil seiner Ringe verloren hat. Das haben wir schon in Erfahrung gebracht. Das stimmt. Und diese Ringe, nun ja, vielleicht ist ein Teil seiner Macht in diesen Ringen gefangen. Oder er kann seine Macht nur dann wirklich nutzen, wenn er sie hat zum Kanalisieren. Es ist nur die Frage, wie wir ihn von seinem Ring befreien können. Das letzte Mal ging nicht gut für uns aus. Ja, das stimmt. Na, das letzte Mal wussten wir aber auch nichts von den Ringen, oder? Das hatte uns doch erst Ronga viel später erzählt. Das ist wahr, aber als ich ihm gegenüberstand, schwamm, hätte mir das Wissen um die Ringe nicht das Mindeste genutzt. Um uns herum fest werden lassen und nun, was soll man dann noch tun?
Nun, besser kein Wasser um sich herum zustande kommen lassen. Wenn wir wissen, er ist ein Freizauberer, Boltax. Seine Trickkiste ist unglücklicherweise sehr wenig begrenzt. Aber nur im Wasser. In der Tat, genau das wollte ich sagen. Seine Freizauberei bezieht sich doch auf ein bestimmtes Gebiet. Und wir wissen alle, was das Gegenelement von Wasser ist, nicht wahr? Nun ja, Feuer zu erzeugen unter Wasser ist etwas schwierig. Aber Eis wird uns helfen. Nun, so oder so. Wir müssen ihn von seinem Element isolieren. Dann haben wir eine Zugriffsmöglichkeit. Was ist mit diesem Scheulerack, diesem Heilgott? Was wissen wir über ihn? Ich weiß nichts. Ich schau mal fragen die Sinnegeweihte an. Tja, über Scheulerack weiß ich wenig. Ein Heilgott. Das ist das, was wir eben gehört haben und das, was auch in den alten Texten immer wieder auftaucht. Er wurde gefangen genommen von den Krakoniern, um ihnen Macht über die Haie zu verleihen, nicht wahr? Wurde er nicht, ist er wahrscheinlich verdammt sauer, wenn man ihn versklavt hat? Nun, ich gehe mal davon aus, dass es kein Dämon, weil die Haie sind auch nicht dämonisch, aber... Was würde passieren, wenn man ihn befreien würde? Vielleicht ist es eine Tierkönigin der Haie. Möglicherweise. Nichtsdestotrotz, was würde passieren, wenn man sie befreit? Dann würde... Es würde keine Haireiter mehr geben. Sie würden die Kontrolle über ihre Haie verlieren. Und nun ja, auch ein Teil ihrer Macht abgeben, nicht wahr? Selbstverständlich. Ihr würdet damit sicherlich auch die Haie gegen Jarl zu Gott schicken. Nicht unbedingt gegen Palligan. Aber auch Palligan würde seine Haireiter verlieren. Ich habe mal in einer Geschichte gehört, ich glaube, das war der Karpfenkönig. Das ist nur eine Legende. Aber dass Tierkönige auch Freizauberer sind, stimmt das? Vielleicht sind sie mit den Feenwesen vergleichbar, so würde ich es zumindest sagen. Und ja, damit sind sie auch in begrenztem Maße freizauberisch veranlagt. Ja, das würde ich schon sagen. Aber weil dieser Hai-Gott oder Hai-Herr nicht Dankbarkeit gegenüber seinen Retter verspüren? Nun, zumindest würde er sehr empfindsam gegenüber seinen Gefangennehmern sein. Aber die Natur der Haie ist, glaube ich, nicht sehr mit Dankbarkeit verknüpft, Abelmir. Oder? Hattet ihr schon einmal einen dankbaren Hai in eurem Leben gesehen? Nun, ich halte mich von Haien grundsätzlich fern. Nun, wenn wir es so hinstellen, dass... Nun ja... Darion Palligan oder Morodar für seine Gefangene verantwortlich ist? Wahrscheinlich sind es die Krakonier. Ich glaube nicht, dass man... Wenn ihr in die Halle der Haie gehen solltet und diese Tierkönigin befreit, dann seid ihr höchstwahrscheinlich die Letzten, die sterben. Und erst einmal werden sämtliche Krakonier, die darum schwimmen, gefressen. Nun, zumindest könnte man dann Jagdzugol aus dem Spiel nehmen. Wollen wir es aus dem Spiel nehmen oder wollen wir es auf unsere Seite schlagen? Das ist die Frage. Es wäre eine letzte Möglichkeit, um das Spiel zu unseren Gunsten zu verändern. Das stimmt. Aber ich würde es wirklich nur als letzte Möglichkeit sehen. Wir sollten zunächst versuchen, die Kontrolle darüber auszuweiten und das Ganze als einer unserer Verbündeten zu gewinnen. Und so wie ich das sehe, hat Raphim einen göttlichen Auftrag. Kor will seine Anhänger zurück. Mit ihm zumindest sollten wir es uns nicht verscherzen. Naja, da bin ich ganz bei euch. Dann müssen wir uns doch fragen, wie konnte ein Tierherrscher eingekerkert werden? Vielleicht kann man diese Herrschaft übernehmen. Frag den Rochen. Nun, ich denke nicht, dass das eine schlaue Idee wäre, ihn da zu fragen. Naja, aber
Vielleicht hilft es uns. Wie können wir die Heilkönigin befreien? Das wäre schon eine Frage, die auch in seinem Sinne wäre, vermutlich. Wow, Thor wurde von Mordor gefangen genommen. Vor Äonen. Also ist doch Mordor schuld. Nun, wir könnten sie gegen einen einsetzen. Wenn ich sprach von Vautor, nicht von der Haikönigin. Das, was die närrischen Priester von Scholairak tun, interessiert mich nicht. Hauptsache, sie liefern einen guten Kampf. Naja, das klingt, als hätten wir einen komplizierten Plan vor uns. Also, wenn ich das richtig zusammenfasse, dann müssen wir darunter, entweder im Verborgenen oder aber offen. Sollten wir offen runtergehen, dann wird es einen Kampf geben, weil wir uns erst beweisen müssen. Und dann müssen wir uns dem Rat vorstellen, entweder als Rat gemein oder aber in den Tempeln. Da wissen wir noch nicht genau, wie die Sache vorliegt. Und dann müssen wir versuchen, in einer Ratssitzung von der Sache der Menschen zu überzeugen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja. Ich denke, wir sollten uns überlegen, welcher der aussichtsreichste Kandidat ist unter den Ratsmitgliedern. Vielleicht können wir mit ihm beginnen und uns bis dahin bedeckt halten. Und wenn wir versagen sollten beim Rat, dann befreien wir die Tierkönigin der Haie, damit wir zumindest nicht die Stadt gegen uns haben, sondern damit die Stadt von der Tierkönigin vernichtet wird. Richtig? Also nur, wenn wir das nicht schaffen in der Ratssitzung. Wer hat die Tierkönigin geknechtet? Die Halle der Haie. Wissen Stand könnt. Die Halle der Haie und die Priester des Scholairak. Rusrock. Also ist das ebenfalls eine jüngere Entwicklung? Sicherlich seid. Denn Murudal war immerhin auch einmal Herrscher dort. Ja, Scholairak gibt es schon immer, aber die Haireiter noch nicht. Jüngere Geschichte. Der Name Brusruk, sagtet ihr, ist der Hohepriester? Ja. Das klingt ein bisschen nach Brasorak, oder? Nur für die Verortung. Vielleicht mag das jetzt auch, krakonische Namen. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, wie die gebildet werden, aber zumindest klingt das nach Brasorak. Und auch diese Wildheit würde zumindest dafür sprechen. Nun, es klingt ähnlich, aber... Wie kommt ein Gott der Orks in die Tiefe? Er taucht. Oh, Abelmir, ihr solltet Brasorak nicht als Gott der Orks, sondern als Gott der Wildheit abstempeln, so wie es eben auch Ephanora sagte. Wilde Natur, und das sind die Haie ja auch. Und damit ergäbe es tatsächlich Sinn, was Ephanora eben sagte. Aber Rasrak hat auch Aspekte der Gemeinschaft und des Schutzes der Gemeinschaft, den ich bei den Haien nicht so recht erkennen kann. Richtig. Da mögt ihr recht haben. Meint ihr, Darion Palligan hat auch Tierkönige in seinem Gefolge? Zumindest nicht freiwillig. Tierkönige sind immer sehr harmonisch. Zumindest die meisten, die wir kennen. Da sie, wie gesagt, Feen sind. Und wenn Darion Palligan mit den Dämonen verkehrt, dann wird ein Feenwesen, wenn es nicht pervertiert ist, sicherlich nicht freiwillig an seiner Seite mitmachen. Vielleicht das hat er die Seeschlangenkönigin geknechtet an seiner Seite im Hintergrund. Ich glaube, die ist schon an die Ersäuferin gefallen. Nun, erinnert? Bahamut ist der... Vielleicht noch an diesen schrecklichen Papagei? Ja. Yeah. Bahamut ist aber der Herr der Seeungeheuer. Der Schöpfer des Seeungeheuer.
Nee, das ist an deiner Seite. Ist auch sowas wie Wasserdrachen. Uiuiui. Es gibt einen Kult der Wasserdrachen. Der wurde aber auch verdrängt. Und spielt zumindest in Jahr zu Gott keine Rolle. Das ist gut. Aber ja, wir kennen die Wasserdrachen. Es sind einige Religionen und Priester untergegangen, die mit der Zeit gekommen sind. Shidrakon, die Wasserdrachen, oder die Urqualle Kyladiel. Sie spielen bei uns keine Rolle. Was mich allerdings noch interessieren würde, ist, wie es gelungen ist, diese Damnatio Memoriae durchzusetzen. Ein Gott wie Kor wird doch nicht einfach so vergessen. Nein, ich kann es mir nicht erklären. Die Krakonier haben immer zu Krakon gebetet. Raphim muss das klären, wenn er unten ist. Vielleicht finden wir dort Überreste eines Tempels oder irgendetwas. Ja, ich befürchte, das werden wir erst vor Ort erkennen können. Nun, zumindest gehen wir nicht blind in die Sache herein. Also, was denkt ihr, welcher dieser Ratsmitglieder wäre wohl am ehesten auf unserer Seite zu verorten? Quartum. Der Vorsteher der Balhanna? Das heißt, er sei ein Wendehals. Ja. Ich denke nicht, dass er ein guter erster Kandidat ist. Sicher, Pareine klingt nach jemand Friedfertigen, der mit sich reden lässt. Aber ich denke, er wird sich erst auf unsere Seite schlagen, wenn er sich sicher ist, dass unsere Seite die der Gewinner ist. Vielleicht sollten wir mit etwas beginnen, womit niemand rechnet. Der mit den Seeschlangen. Ja, könnt ihr mir nochmal sagen, welcher das ist? Dieser Rumarz oder so. Er ist der hohe Priester der Shamashtu, habe ich hier aufgeschrieben. Mhm. Nun, Shamashtu ist ein Name, der in alten Geschichten auftaucht. Es ist die Königin der Seeschlangen angeblich. Und steht an fester Seite der tiefen Tochter. Dann wäre er vielleicht wirklich eine gute Möglichkeit anzusetzen. Naja, zumindest was die Plagenbringer treibt, müsste ihn ja eigentlich unglücklich machen. Dass wir jetzt auf Seiten der Ersäuferin kämpfen, ist schon etwas verstörend. Naja, seitdem wir in ihrer Niederhölle waren, habe ich vieles ausgeblendet. Wir argumentieren ja nur von diesem Standpunkt aus. Vielleicht sollten wir diesen Boten der tiefen Tochter vielleicht mitnehmen, um nun ja zu vermitteln in unserer Sache. Nun, das ist nicht meine Kompetenz. Und da müsst ihr Sepetilio fragen. Nun, ich denke, er könnte auf jeden Fall einen gewissen Einfluss haben, sowohl auf den Shamashtu als auch auf den Yonahu-Kult.